Ja, liebe Leute, ich bin mal wieder am Basteln und ich hatte mir ja vor geraumer Zeit schon mal meine Musikanlage erweitert und habe mir neue Lautsprecher eingebaut, weil die alten Lautsprecher, die hier in Hümer verbaut sind, das sind nur 10er Lautsprecher, da kam ja gar keine Musik raus, das war ja nur ein reines Geplörre, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich mir neue Lautsprecher eingebaut und eine Endstufe eingebaut und einen Subwoofer eingebaut. Das mit den Subwoofer habe ich euch damals, glaube ich, gezeigt. Das mit den Lautsprechern und mit der Endstufe ja nicht. Und jetzt ist mir was passiert. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt sowieso alles wieder neu einbauen muss, dann kann ich ja auch mal ein Video rüber drehen. So, jetzt zeige ich euch das mal. So, ich musste mal die Jalousien zumachen, sonst hätte das zu doll geblendet. Also guck mal, hier waren früher die alten Lautsprecher drin, die 10er. Ich versuche mal ein altes Bild zu finden und dann blende ich euch das hier ein. Und dann wollte ich ja größere Lautsprecher einbauen mit 16, das sieht hier aber auch aus, ne? Mit 16 cm Durchmesser. Und dann habe ich das Loch, so geht das, soweit das geht, so ein bisschen vergrößert. Und dann habe ich mir, zeige ich euch hier, dann habe ich mir hier mal so einen Adapterring gekauft, habe hier drinne so Halter eingeklebt, habe das dann, ich mache das mal ganz grob, habe das dann hier oben raufgesetzt und ja, habe dann den Lautsprecher da oben reingesetzt. Und weil ich das besonders gut machen wollte, habe ich, das habe ich jetzt schon rausgerissen, weil ich weiß, dass das verkehrt war, habe ich dieses Loch hier unten rein, habe ich mit diesem Alubetyl so ein Zeug, habe ich das versucht richtig schön abzudichten. Ich zeige euch das mal auf der anderen Seite, da ist das noch drin, wie ich das seinerzeit verbaut habe. So, guck mal, nun sind wir auf der Beifahrerseite und so habe ich das seinerzeit verbaut. Habe hier das unten ganz toll abgedichtet und habe gesagt, oh Ronald, das hast du richtig gut gemacht. Und der Klang war ja auch toll, da kann man ja nicht anders meckern. Und das ist auch alles schön stabil und alles gut. Und trotzdem sind mir diese Lautsprecher durchgebrannt. Ja, und da war ich natürlich richtig sauer, weil ich gesagt habe, wie können denn diese neuen Lautsprecher, ich sag mal, ein Dreivierteljahr haben die gelaufen und ich bin mit der Anlage auch sehr, sehr zufrieden gewesen, wenn man das verglichen hat mit dem Klang vorher. Das ist ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Also das ist richtig, richtig geil geworden. Naja, jedenfalls sind die Lautsprecher durchgebrannt und dann habe ich die eingeschickt und dann haben die gesagt, nee, du hast wahrscheinlich die Endstufe zu laut eingestellt und dann schwingt der Lautsprecher nicht mehr richtig, der wird dann nicht mehr richtig gekühlt und ja, selber schuld, musst du neue kaufen. Ah, da war ich aber nicht mit einverstanden, weil ich bin der Meinung, dass ich die Endstufe eben halt nicht auf volle Pulle und wenn die Lautsprecher anfangen zu dröhnen, so laut mache ich das ja sowieso nie. So, und dann habe ich mit Audio System telefoniert, mit dem Axel Förderer heißt er, glaube ich, Axel, und habe ihm das alles erklärt und er hat dann gesagt, wir müssen mal gucken, irgendwo muss ein Fehler sein. Und dann haben wir festgestellt, um das abzukürzen, dass die Dämmung, die ich da reingebaut habe, dieses Alubetyl, dass das ein Fehler gewesen ist, weil dann der Lautsprecher nicht mehr richtig schwingen kann, er wird nicht mehr richtig gekühlt und dann brennt die ganze Geschichte durch. Also musste ich neue Lautsprecher kaufen. Da ist er mir Gott sei Dank ein bisschen entgegengekommen, hat mir zwei neue Lautsprecher zugeschickt und dann habe ich eben halt ja, einen Kulanzpreis gekriegt, muss man so sagen. Und weil ich das jetzt hier habe und das alles wieder einbauen will, habe ich euch ja eben gezeigt, habe ich auf der einen Seite schon mal dieses Alubetyl rausgerissen, muss das auf der anderen Seite auch noch machen und will die Lautsprecher jetzt erstmal wieder einbauen. Dann habe ich auch noch meine Endstufe, ich hatte mir seinerzeit eine Eaton Endstufe geholt, die zeige ich euch gleich mal, habe ich nochmal eingeschickt, um zu gucken, ob da vielleicht ein Fehler vorgelegen hat, dass die irgendwie, was weiß ich, ein Weg hat. Nein, aber da ist alles in Ordnung, brauchen wir auch nicht mehr lange drüber reden. Und jetzt baue ich den ganzen Kladderadatsch wieder ein und zeige euch das mal. So, und das sind meine Lautsprecher. Ach, ich nehme mal einen hier in der Hand. Und zwar ist das von Audio System. Das ist ein Zwei-Wege-System, hatte ich ja schon gesagt. Und zwar habe ich mir diesen Lautsprecher gekauft, weil, vorsichtig Ronald, weil der eine ganz geringe Einbautiefe hat.
Der hat nur eine Einbautiefe von 4,1 cm. Die meisten sind so um die 6 und die passen dann hier in mein Loch. Trotz des Distanzrings, den ich mir seinerzeit gebaut habe, passen die 6er nicht rein mit 6 cm Tiefe. Also musste ich ultraflache haben und das waren diese hier. Die heißen 165 Flat Evo 2, wie gesagt, mit einer Frequenzweiche und die haben 2x 100 Watt RMS-Leistung und das ist ausreichend für mein Wohnmobil hier. Und dazu gibt es natürlich jetzt noch den Hochtöner. Den Hochtöner habe ich hier verbaut, der ist nicht kaputt gegangen. Da ist noch alles in Ordnung, da habe ich das Gehäuse dann lackiert in der Farbe von dem Rahmen hier. Das hatte ich ja seinerzeit auch schon mal gezeigt, wie ich den Rahmen so ein bisschen aufgefrischt habe. Habe die Kabel innerhalb des Rahmens reingezogen, damit man die nicht sieht, dann hier unter durch. Und dann hier unterm Tacho. Und auf der anderen Seite habe ich das dann unter das Handschuhfach. Guck mal, wie das blendet. Gut, dass ich diese Jalousie zugemacht habe. So, und hier unterm Tacho ist auch die Frequenzweiche. Ich blende euch das mal ein, weil ich das jetzt nicht wieder ausbauen will. Das ist die Frequenzweiche, die ich hier unter eingebaut habe. Und die passt da ganz gut hin. Die kann ich da gut befestigen. Und ja, alles ist gut. Wie gesagt, der Ton war auch klasse. Ich bin da sehr zufrieden mit gewesen. So, und dann habe ich mir gekauft eine Endstufe. Wow. Eine digitale Endstufe. So, Ronald, wie kriegst du das denn nun am besten geregelt? Ich stelle die mal hier oben rauf. So. So, das ist von Eaton eine digitale Endstufe und die heißt, was steht da drauf auf dem Karton? Mini 3002. Und warum habe ich mir nun ausgerechnet wieder diese gekauft? Ja, ich kann das immer nur wiederholen. Ich habe ja keinen Platz, nicht mal meine Lautsprecher haben richtig Platz. Und diese Eaton hat ein kleines Maß und die passt auch jetzt wieder unter dem Sitz. Da habe ich mir so ein kleines Brettchen gebaut, das zeige ich euch nachher noch, wenn die wieder eingebaut ist, die Kabel und so weiter, das liegt da ja schon alles. Das war ja schon alles eingebaut, wie gesagt, ich hatte das eingeschickt zum Überprüfen. Huch, aber es ist eben halt alles in Ordnung mit der Endstufe. So, und ja, was habe ich gesagt? Zweimal 185 Watt RMS-Leistung und ja, ein kleines niedliches Ding und schneidet eigentlich in Tests immer ganz gut ab. Und hier hast du auch noch diverse Einstellmöglichkeiten. Hier und einmal hier oben. Da kommen wir dann später möglicherweise nochmal drauf zu sprechen. Ich bin aber allerdings kein Fachmann. Da brauche ich, eigentlich brauche ich Hilfe, der mir das mal so richtig schön erklärt. So, des Weiteren habe ich ja noch meinen Subwoofer. Den hatte ich dann auch mal wieder ausgebaut. Das ist noch mein Pioneer Subwoofer. Da habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Das blende ich euch oben ein und dann könnt ihr ja auch noch mal raufgucken, wenn ihr wollt. So, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich diesen ganzen Kladderadatsch ein. Wie gesagt, da drüben nehme ich das Alubetyl noch raus, mache das alles schön sauber und ja, und wenn ich denn soweit bin, dann melde ich mich wieder. Wenn ich daran denke, wie viel Mühe ich mir seinerzeit gegeben habe, das hier einzubauen. Da habe ich stundenlang für gebraucht. Stundenlang ist übertrieben, aber ich habe das richtig versucht, richtig Schall und Luft dicht zu machen. Hier richtig die Kanten unter den Matte gebogen und gemacht und das Lautsprecherkabel, dass das da drinnen nicht rumvibrieren kann und so weiter und so weiter. Und jetzt reißt du den ganzen Scheiß wieder raus, weil alles, was ich gemacht habe, soll wohl scheiße gewesen sein. Ich wollte das zwischenzeitlich nur mal gesagt haben, weil das nervt mich auch schon wieder, dass man das seinerzeit gut gemeint hat und dann war das alles verkehrt. So, bis gleich. So, alles angeschlossen, aber noch nicht angebaut, weil ich noch den Klang ein bisschen eingestellt habe. Ich wollte euch das mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Und hier unten ist dann mein Holzbrett, wo die gleich gegengeschraubt wird. Die Endstufe von Eaton. Und hier drüben liegt mein Subwoofer. Auch noch in der Probe, weil ich ja noch alles einstellen muss. Und ich glaube, mir ist das gelungen. Und auch hier unten habe ich ein Brett. Was klappert da? Nee. Wo das nachher gegengeschraubt wird. Weil ich ja keinen Platz habe. Habe ich euch ja schon gesagt. So, jetzt krabbel ich hier wieder raus aus meinem Loch.
Und dann machen wir mal eine Probe. Ich habe von YouTube mir Musik runtergeladen, 2, 3 kleine Stücke. Und die testen wir jetzt mal. So, ich würde natürlich ja gerne andere Musik spielen. Aber das kann ich ja nicht. Ich habe mir hier mal was rausgeholt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das hier finde. YouTube. Und dann habe ich hier von ein bisschen dunklere Musik. Da habe ich 2 Stück drauf. So, machen wir mal an. Wo fangen wir an mit denen hier? So, und dann müssen wir ein bisschen Power machen. Ja, ich glaube, das kommt richtig gut rüber. Hier haben wir jetzt eben gerade den Anfang nicht gehabt. Ich versuche da noch mal hinzukommen. Also, Moment. Hier will ich noch mal hin und den noch mal ein bisschen. Die kennt ihr alle von YouTube, diese Geschichten. Das ist schon geil. So, und jetzt habe ich noch mal ein bisschen Hochtönermusik dabei. Normaltest habe ich darauf geschrieben. Ibiza, das ist ja meine Platte, die kennt ihr ja. Ja, das war's. Also ich bin mit dem Klang sehr zufrieden. Schade, dass man das nicht vergleichen kann, wie das früher gewesen ist. Jetzt muss ich gleich noch meine Endstufe, die hier vor meinen Füßen liegt, muss ich einbauen und den Subwoofer von Pioneer muss ich auch noch einbauen und dann bin ich fertig und dann habe ich endlich wieder gute Musik. Und ja, dann wollen wir mal sehen. Ich spekuliere ja immer noch mal, damit mir so ein Bildschirmradio zu holen von, na sag schnell, von Alpine. Aber das Ding kostet natürlich auch viel Geld. Aber vielleicht nehme ich das noch mal in Angriff. Das finde ich nämlich richtig geil, das Gerät. So, das soll es jetzt gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir ja auch mal einen Daumen hoch geben oder ansonsten Kommentare, wenn jemand das Alpine drin hat, ob das ein gutes Gerät ist. Hier habe ich ja noch das Kenwood BTC, heißt das glaube ich 73 oder so. Das ist ja schon ein bisschen älter. Und ja, vielleicht ist das mal ganz sinnvoll. Vielleicht da ist ja Navigation und so weiter mit dabei. Das habe ich ja bisher immer hier angeklemmt mit meinem Handy. Und hier habe ich dann noch mein Tablet dran. Das habe ich ja abgebaut, damit ich hier ein bisschen besser filmen kann. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Einmal gehe ich noch hier rein, ein bisschen Bass nochmal, YouTube 4 Tests habe ich da, Bass, so und dann ist gut. So, ich sag dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, das reicht jetzt, ne?